daher hätte eine Einordnung als Glücksspiel, zumindest nach dem Glücksspielstaatsvertrag in seiner aktuellen Fassung, zur Folge, dass gar keine Erlaubnis erteilt werden könnte und Lootboxen daher immer illegal wären. Spieler, die Lootboxen gekauft haben, könnten wiederum das dafür ausgegebene Geld zurückverlangen. Hallo, mein Name ist Jasmin Dolling. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl Recht und Digitalisierung der Bucerius Law School. Außerdem habe ich an der Law School die Hochschulgruppe Gaming und E-Sports Law gegründet. Was versteckt sich hinter dem Begriff Lootboxen? Und wieso hat das Bundesgericht Herr Magor diese als illegales Glücksspiel eingeordnet? Diesen Februar ist das erste Mal im deutschsprachigen Raum ein Urteil zu Lootboxen ergangen. Das österreichische Bezirksgericht Herr Magor hat rechtskräftig geurteilt, dass es sich hierbei um illegales Glücksspiel handelt. Lootboxen sind digitale Beutekisten, die in Computerspielen gekauft werden können. Meist erfolgt der Kauf mit Ingame-Währung, die wiederum vorher mit Echtgeld erworben wurde. In den Lootboxen können sich, je nach Spiel, Gegenstände, Waffen, Skins, also rein visuelle Effekte wie neue Kleidung, oder spielbare Charaktere unterschiedlicher Seltenheitsgrade befinden, die dann im Spiel benutzt werden können. Was ein Spieler beim Öffnen der Kisten genau erhält, bestimmt sich nach dem Zufallsprinzip und kann nicht beeinflusst werden. Oft existieren für Lootbox-Inhalte Zweitmärkte, auf denen die digitalen Gegenstände für viel Geld gehandelt werden können. Der Einsatz von Lootboxen in Computerspielen wird seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. In Belgien sind sie bereits als illegales Glücksspiel eingeordnet worden. In Ländern wie den Niederlanden, Spanien und Australien gibt es laufende Gesetzgebungsverfahren, um Lootboxen zu verbieten oder ihren Einsatz zumindest zu regulieren. Und auch das Europäische Parlament hat im Januar dieses Jahres die EU-Kommission dazu aufgefordert, zu evaluieren, ob die bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für Lootboxen hinreichend sind. Falls nicht, soll die EU-Kommission legislativ tätig werden. Hierbei könnte sogar ein gesetzliches Verbot von Lootboxen zum Minderjährigenschutz in Betracht kommen. Das österreichische Bezirksgericht hat nun zu sogenannten FIFA-Packs in FIFA Ultimate Team, einem Spielmodus der Fußballsimulation EA Sports FIFA, geurteilt. In den FIFA-Packs befinden sich virtuelle Fußballspieler, mit denen man sich ein Team zusammenstellen und gegen andere Mannschaften spielen kann. Die Packs können erspielt oder online gegen sogenannte FIFA-Points erworben werden. Ein Pack kann, je nach Qualitätsstufe und Anzahl der Inhalte, zwischen 50 und 2500 FIFA-Points kosten. Für 1050 FIFA-Points zahlen Spieler aktuell 9,99 Euro. Die Klage richtete sich im Übrigen nicht gegen EA als Publisher des Spiels, sondern gegen den Konsolenhersteller Sony, da die vom Kläger zum Lootbox-Kauf genutzten FIFA-Points in dessen PlayStation Store erworben wurden. Nach § 1 des österreichischen Glücksspielgesetzes ist Glücksspiel ein Spiel, bei dem die Entscheidung über das Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt. Dies ist nach Ansicht des Gerichts bei den FIFA-Packs der Fall, da zufällig ist, welche Fußballer darin enthalten sind. Ob sie dann erfolgreich im Spiel eingesetzt werden können, hängt zwar auch von der Geschicklichkeit des Spielers ab, hat aber nichts damit zu tun, welche Figuren sich im Pack befinden. Das Gericht hat außerdem geurteilt, dass die FIFA-Packs nach österreichischem Glücksspielrecht auch illegal sind. Denn wenn Spieler im Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Glücksspiel einen Einsatz leisten und ihnen hierbei ein Gewinn in Aussicht gestellt wird, handelt es sich um Ausspielungen nach § 2 des Glücksspielgesetzes. Für die Durchführung von Ausspielungen hat der österreichische Staat jedoch ein Monopol. Sie dürfen also nur angeboten werden, wenn hierfür vorher eine staatliche Konzession vergeben wurde. Zunächst zum Kriterium des geleisteten Einsatzes. Der Einsatz der Spieler besteht hier in den FIFA-Points, die sie mit echtem Geld erworben haben. Fraglich war allerdings, ob im Gegenzug auch eine vermögenswerte Leistung als Gewinn in Aussicht gestellt wurde. Denn im ersten Schritt erhalten Spieler beim Öffnen der Packs ja nur digitale Charaktere, die sie dann für ihr Spiel benutzen können. Entscheidend war hier die Handelbarkeit. Da für den Inhalt der FIFA-Packs ein Zweitmarkt besteht, kann mit ihnen ein Gewinn erzielt werden.
Zwar war den Spielern der Handel in den Nutzungsbedingungen explizit nicht erlaubt, da aber trotzdem ein tatsächlicher Markt existiert, hielt das Gericht die Vorgaben der Nutzungsbedingungen für unerheblich. Es handelt sich also bei den FIFA-Packs, zumindest in Österreich, um illegales Glücksspiel. Folglich sind die zustande gekommenen Kaufverträge nichtig und der klagende Spieler erhält das Geld, das er für FIFA-Points ausgegeben hat, um damit dann die Packs zu kaufen, zurück. Wie ist Glücksspiel in Deutschland reguliert und in welchen Situationen können Lootboxen unter den deutschen Glücksspielbegriff fallen? In Deutschland ist das Glücksspielrecht im sogenannten Glücksspielstaatsvertrag geregelt. Nach dessen § 3 Absatz 1 Satz 1 liegt ein Glücksspiel vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Wenn Glücksspiel öffentlich veranstaltet wird, auch im Internet, bedarf dies der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Andernfalls ist es verboten. In der deutschen Glücksspieldefinition sehen wir, wie in der österreichischen, die Kriterien des Einsatzes oder Entgelts, der Zufallsabhängigkeit und des Gewinns. Ein Entgelt wird eingesetzt, wenn eine Lootbox mit echtem Geld erworben wird oder eine virtuelle Währung gekauft wird, um damit dann die Lootbox zu öffnen. Teilweise wird diskutiert, ob bei Lootboxen eine Erheblichkeitsschwelle unterschritten wird, weil eine einzelne Lootbox umgerechnet oft nur weniger als 1 Euro kostet. Allerdings wird es bei den allermeisten Spielern nicht nur beim Kauf einer einzigen Lootbox bleiben, sodass sich hier praktisch meist kein Problem stellt. Zusätzlich wird von der wohl herrschenden Meinung aber noch das ungeschriebene Kriterium des Risikos eines Totalverlusts verlangt. Nur wenn jemand sein Geld komplett verlieren könne, handele es sich um einen Einsatz. Problematisch ist hieran aber, dass in Lootboxen immer irgendein Gegenstand enthalten ist, ein Spieler also nie komplett leer ausgehen kann. Es gibt aber mittlerweile schon einige Stimmen in der Literatur, die eine Aufgabe dieses Kriteriums fordern. Deshalb könnte ein Gericht auch entscheiden, es nicht mehr anzuwenden und Lootboxen trotzdem als entgeltlich einzuordnen. Das Kriterium der Zufallsabhängigkeit ist auch nach deutschem Recht unproblematisch gegeben, da Spieler keinen Einfluss darauf haben, welche Gegenstände sie in ihrer Lootbox erhalten. Die zu guter Letzt erforderliche Gewinnchance bestimmt sich, wie in Österreich, danach, ob den virtuellen Gegenständen wirtschaftlicher Wert zukommt. Hier ist abermals entscheidend, ob sie auf Zweitmärkten handelbar sind, also gegen echtes Geld verkauft werden können. Ist dies der Fall? Liegt die Gewinnchance vor. Allerdings könnten Gerichte in Deutschland, anders als das österreichische Gericht, eventuell eine Exkulpation der Anbieter zulassen, wenn diese den Handel in ihren Nutzungsbedingungen verboten haben und Spieler diesen Bedingungen zuwider trotzdem auf Drittplattformen anbieten oder kaufen. Im Ergebnis ist eine Einordnung von Lootboxen als Glücksspiel daher nach deutschem Recht meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Welche Folgen hat die Einordnung von Lootboxen als Glücksspiel? Würden Lootboxen auch in Deutschland als Glücksspiel eingeordnet werden, müssten Anbieter eine Glücksspiellizenz erwerben. Für Glücksspiele im Internet gilt hierbei § 4 Absatz 4 des Glücksspielstaatsvertrags, wonach Erlaubnisse nur für Lotterien, Sport- und Pferdewetten, Online-Casino-Spiele, virtuelle Automatenspiele und Online-Poker erteilt werden dürfen. Ansonsten ist das Veranstalten und Vermitteln öffentlicher Glücksspiele im Internet verboten. Lootboxen scheinen allerdings so recht in keine dieser Kategorien zu passen. Daher hätte eine Einordnung als Glücksspiel, zumindest nach dem Glücksspielstaatsvertrag in seiner aktuellen Fassung, zur Folge, dass gar keine Erlaubnis erteilt werden könnte und Lootboxen daher immer illegal wären. Spieler, die Lootboxen gekauft haben, könnten wiederum das dafür ausgegebene Geld zurückverlangen. Die Ausnahme des § 762 Absatz 1 Satz 2 BGB, wonach aufgrund eines Spiels geleistete Einsätze nicht zurückgefordert werden können, wäre im Übrigen nicht anwendbar. Denn das Angebot der Lootboxen würde gegen ein gesetzliches Verbot, nämlich den Glücksspielstaatsvertrag, verstoßen, weshalb die geschlossenen Verträge nichtig sind. Die Klage des FIFA Ultimate Team Spielers in Österreich wurde übrigens von einem Prozessfinanzierer unterstützt. Dieser hat nach eigenen Aussagen bereits eine vierstellige Anzahl an Spielern ausfindig gemacht, die ebenfalls ihre für Lootboxen geleisteten Einsätze zurückfordern wollen.
Das Urteil des Bezirksgerichts Herr Magor könnte nun also der Startschuss für eine regelrechte Klageflut sein. Bald sind also vielleicht auch hierzulande erste Prozesse anhängig. Und schließlich könnte auch die Europäische Kommission der eingangs erwähnten Aufforderung des EU-Parlaments nachkommen und Lootboxen EU-weit regulieren. Es bleibt also spannend.